Wegfall, Hinzuverdienstgrenze, Altersrente. Wann kommt endlich die finale Bundestagsentscheidung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Täglich erreichen uns viele Mails zum Thema Hinzuverdienstgrenze ab 2023 bei vorgezogenen Altersrenten. So unter anderem: In Ihren Videos sprechen Sie immer wieder von dem Wegfall bzw. Anhebung der Hinzuverdienstgrenze. Ich frage mich nur, wann wird dies endgültig beschlossen? Das Jahr ist so gut wie vorüber und in den Tagesordnungen des Bundestages ist nichts davon zu finden. Da haben Sie erstmal völlig recht. In den aktuellen Tagesordnungen zum Bundestag ist wirklich davon nichts zu finden. Aber ich will Ihnen mal in diesem Video ganz kurz die Historie nochmal klar machen und was bis heute, bis zum 23.11.2022 eigentlich alles so passiert ist und wann es hier tatsächlich zu dieser finalen Entscheidung kommt. Der Regierungsentwurf des entsprechenden Gesetzes, welches in den Bundestag eingebracht worden ist, nennt sich das 8. SGB IV Änderungsgesetz. Inhalt dieses Gesetzes ist unter anderem der durch die Bundesregierung geplante Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten ab 2023 und die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten im Wege der Einführung einer dynamisierten Hinzuverdienstgrenze. Am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, wurde erstmals über den Entwurf der Bundesregierung für ein 8. Gesetz zur Änderung des 4. Buches, Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze im Bundestag beraten. Das war die erste Lesung. Können Sie bitte im Internet nachlesen in den entsprechenden Einträgen beim Bundestag. Der Gesetzesentwurf wurde im Anschluss an diese erste Lesung zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen. Und dieser federführende Sozialausschuss im Bundestag hat am 14.11.2022 mitgeteilt, dass er am 28. November 2022, das ist ein Montag, von 13 Uhr bis ca. 14.30 Uhr im Paul-Löbbe-Haus, Bundestag, in einer öffentlichen Anhörung über die im Gesetzesentwurf geplanten Änderungen beraten wird. Unter anderem auch den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen. Die Öffentlichkeit wird über eine Live-TV-Übertragung hergestellt. Das heißt, Sie können alle am Montag, am 28.11., kommenden Montag, hier diese Bundestagssitzung des Ausschusses für Soziales sich anschauen. Die Anhörung wird dann bei www.bundestag.de ausgestrahlt und ist danach in der Mediathek auf der Internetseite des Bundestages abrufbar. Ohne die Ergebnisse der Beratung des Ausschusses zu kennen, wird dieser aber den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag folgen, den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zustimmen. Da bin ich mir relativ sicher. Es besteht grundsätzlich Konsens darüber, dass die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten ab 2023 wegfallen sollen. Nach der Beratung wird die zweite und dritte Lesung im Bundestag anberaumt. Dies wird sicher noch im Dezember 2022 stattfinden. Der Bundesrat, also die Länderkammer, hat am 7. Oktober 2022 in seiner 1025. Plenarsitzung zu dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung in der Beschlussdrucksache 422/22 Stellung genommen. In der Stellungnahme des Bundesrates gibt es keine Änderungsvorschläge zum Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten. Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich die Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen bei den Erwerbsminderungsrenten. Im Grundsatz kann also das Gesetz in der einzigsten Sitzungswoche im Dezember 2022 vom 12. Dezember bis zum 16. Dezember noch beschlossen werden. Näheres zu diesem Thema und zum Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Selbstverständlich werden wir auch über die Ergebnisse der Beratungen der zweiten und dritten Lesung zu diesem Thema Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten auch noch gesondert berichten.